ihr Lieben, und jetzt zeige ich euch meinen Lieblingssmoothie, den ich einfach total gerne mache. Ihr könnt ihn natürlich so kombinieren, wie ihr gerne möchtet. Und wenn ihr ein bisschen mehr Kohlenhydrate braucht, weil ihr noch vielleicht ein bisschen Sport machen wollt oder habt noch was vor, dann könnt ihr natürlich jederzeit ein paar Haferflocken hinzumixen. Am besten aber zarte Haferflocken für den Smoothie, nicht so kernige. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier zum Beispiel noch kernige. Die Packung ist bald leer. Aber wenn ich Smoothies mache, bevorzuge ich eigentlich immer diese zarteren, obwohl die sind auch echt lecker, also vom Geschmack tut sich da nichts. Dazu braucht ihr einfach für den ersten Smoothie, den ich euch gerne zeigen möchte, eine reife Banane, eine Handvoll Erdbeeren und einen geschnittenen Apfel. Und das Ganze kommt einfach in meinen leistungsstarken Mixer. Ihr könnt jetzt noch den Saft einer halben Zitrone mit hinzugeben. Habt ihr aber keine Zitrone, könnt ihr aber auch, das mache ich auch sehr häufig, hier von Hitchcock, den habe ich aus dem Rewe, einfach Zitrone pur, 100% Direktsaft, und dann so einen kleinen Klecks davon reingeben, das, was ihr gerade zur Hand habt. Und wer es gerne sommerlich mag, der nimmt noch ein bisschen Minze hinzu. Ich habe Minze aus dem Garten. Ich kann noch nie genaue Mengenangaben geben, weil ich selber nicht so koche und auch nicht so in der Küche hantiere, außer wenn ich jetzt mal einen Kuchen backe, da bin ich natürlich schon genauer bei den Angaben, aber sonst alles halt immer Augenmaß. So, jetzt kommt noch ein bisschen Wasser hinzu und ansonsten kein Zucker, keine anderen Zugaben, gar nichts. Also weder Agavendicksaft, weil das ist industrieller Zucker, Fruchtzucker. Ich verlinke euch nochmal, warum ihr eigentlich die Finger lassen solltet von Agavendicksaft. Ich verwende auch kein Stevia oder sonstige Flavor Drops. Das ist mir einfach immer alles zu synthetisch. Ich bleibe bei der natürlichen Fruchtzuckersüße aus der Frucht selber und das sollte reichen. Habt ihr eine reife Banane, reicht das. Ein kleines Glas gefiltertes Wasser. Es ist auch kalt, was ich nehme, und ich freue mich jetzt. Der ist so lecker, der ist so super, vor allem wenn ihr Früchte habt, die weg müssen, ja, oder eure Kinder haben nicht so viel Bock, geschnippeltes Obst zu essen. Das ist richtig cool. Wenn ihr das als Ersatz nehmen wollt für eine ganze Mahlzeit, wie gesagt, ein paar Haferflocken rein oder Dinkelflocken reinpacken. Und also ich persönlich bevorzuge eher die Haferflocken, aber das ist eine richtige Vitaminbombe. Mm. Ja, oh, herrlich. Schaut es euch an. Mm. So ihr Lieben, und das geht direkt weiter mit dem zweiten Smoothie, den ich euch gerne vorstellen möchte. Den liebe ich auch total. Ihr braucht eine reife Banane, die kommt in den Mixer, und zwei richtig schöne saftige Orangen, die kommen auch in den Mixer. Dazu ein bisschen Wasser und fertig ist der Smoothie. Da braucht ihr nichts weiter, einfach abfüllen. Der Noah liebt diesen Smoothie. Und ist so erfrischend, ihr Süßen, der ist so fruchtig, so herrlich lecker. Auch toll, wenn man Besuch hat. Und als nächstes geht es jetzt direkt weiter mit dem dritten Smoothie. Dazu braucht ihr einfach eine Handvoll super tolle Heidelbeeren. Die sind so antioxidativ, genauso wie eine Handvoll Brombeeren und ganz, ganz viele Himbeeren. Wenn ihr frische Himbeeren habt, dann müssen sie auch schnell verarbeitet werden. Und ihr braucht natürlich auch ein bisschen Minze dazu. Das ist auch schon im Grunde alles, was ihr dafür braucht. Wer möchte, kann hier auch noch eine Banane hinzugeben oder noch ein bisschen Melone oder Weintrauben. Und dazu kommt jetzt noch ein Glas Wasser mit ein bisschen Eis, weil ich mag es gerne ein bisschen kälter. Und wenn ihr gefrorene Früchte habt, könnt ihr auch die nehmen, das Ganze abfüllen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Süßen!